Ja, guten Morgen. Also ich weiß nicht, ob ich letztes Mal so aufgeregt war. Denn jetzt machen wir auf den Weg zum Calisthenics Movement. So, wir sind also hier in der Bochumer Straße in Leipzig beim Calisthenics Movement. Und bevor ich gleich hier reingehe, vielleicht nicht durchs Rolltor, mal sehen, will ich euch noch kurz erklären, was ist Calisthenics, wer ist das Calisthenics Movement und warum, verdammt nochmal, ist das relevant für Triathleten? Also, Calisthenics setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Kalos für Schönheit und Stenos für Stärke. Grundsätzlich bezeichnet Calisthenics alle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Es gibt keine zusätzlichen Gewichte, man kann aber zusätzliche Geräte wie Stangen und Barren im Training benutzen. Das Calisthenics Movement sind Alex und Sven. Alex stellt sich gleich selber vor. Sven ist Physiotherapeut, Fitnesstrainer mit B-Lizenz, Calisthenics Trainer und auch Personal Trainer. Die beiden haben im Jahr 2012 das Calisthenics Movement gegründet, hier in Leipzig, und sie verfolgen das Ziel, Menschen jeglichen Alters und jeglicher Leistungsstufe mit sportlichen Aktivitäten zu begeistern, zu fördern und einfach ein gutes Gefühl mit seinem eigenen Körper zu vermitteln. Dazu bieten sie sowohl Online-Training an, aber auch Gruppenkurse hier in Leipzig und natürlich auch Trainings- und Ernährungspläne. Alles schön und gut, aber wozu brauchen wir das jetzt im Triathlon? Im Triathlon braucht man ja hauptsächlich Ausdauer, aber natürlich sind auch Kraft, Koordination und Beweglichkeit unglaublich wichtig. Übungen von Calisthenics, finde ich, tragen grundlegend dazu bei, diese Fähigkeiten aufzubauen und umzusetzen. Ziel der Übungen mit Calisthenics im Bereich Athletiktraining ist es dabei, mehr Stabilität herzustellen, mehr Kraft zur Verfügung zu haben und im Allgemeinen beweglicher zu werden. So, jetzt bin ich also drin. Im neuen Studio vom Calisthenic Movement. Neben mir sitzt jetzt der Alex und wird sich erstmal kurz vorstellen. Er ist einer der beiden Betreiber und Chefs. Und ja, wer bist du, was machst du? Also, wie schon gesagt, mein Name ist Alex, im Internet auch als Alex bekannt. Wir haben 2012 Calisthenic Movement gegründet, also Sven und ich. Betreiben das seitdem zusammen. Veröffentlichen regelmäßig YouTube-Videos, in denen wir verschiedene Sachen erklären über Calisthenics. Ich habe meine sportliche Karriere eigentlich schon relativ zeitig begonnen, mit ungefähr 3 Jahren, wie mir erzählt wurde, ich kann mich nicht mehr erinnern, Kinderturnen und sowas. Habe dann mit 6 Jahren ein bisschen Fußball gespielt, das war auch nicht so meins. Habe dann mit 7 Kampfsport angefangen, zuerst Karate, dann wurde das aufgelöst, dann habe ich Taekwondo angefangen. Habe das 14 Jahre lang gemacht, bin dann durch Taekwondo zum Tricking gekommen. Ja, und darüber bin ich dann zum Parcours gekommen. Habe das dann 7 Jahre lang gemacht, habe dann einen Verein gegründet in Leipzig, in dem wir das halt auch unterrichtet haben. Und ja, 2012 bin ich dann über uns Sven, der hat uns angeschrieben, der hat ein Video auf YouTube gesehen, ja, okay. Kam halt vorbei, ja. Und da bin ich dann halt auf Calisthenics gekommen und seitdem mache ich das. Wenn man die Bilder von euch beiden sieht, die mir macht das richtig, also nicht nur nebenbei, sondern sehr oft wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, wie oft muss man trainieren, um so auszusehen? Das Aussehen kommt größtenteils durch Ernährung. Okay. Also, oder sagen wir mal so, es ist halt eine Kombination aus Training und Ernährung. Okay. Also, es funktioniert nicht, wenn man nur trainiert. Ja. Man muss natürlich auch sich ordentlich ernähren. Ja. Wie viele Tage die Woche ist jetzt wirklich? Das ist unterschiedlich. Also wie gesagt, dadurch ist halt kein fester Trainingsplan, ja. Zwischen 3 und 5 würde ich sagen. Okay, aber schon sehr, sehr regelmäßig. Ja, es gibt vielleicht auch mal Wochen, wo ich noch 2 Mal in der Woche trainiere. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also je nachdem, wie es halt ist. Und machst du dann nebenbei auch Ausgleichssport? Also du sagst, du willst auch noch eine andere Belastung, jetzt ausdauermäßig oder so? Ich mache hochintensive Intervalle. Mhm. Ja. Mach da
Sprint-Sachen vor allem. Ja. Gehe auch nebenbei auch so ein bisschen laufen, aber ja, alles im unteren Bereich, also sagen wir so bis 10 Kilometer oder mehr nicht. Und ansonsten, ja, ab und zu mal Radfahren, das habe ich in den letzten paar Monaten ein bisschen schleifen lassen, aber sonst. Genau, dann auch, also wir haben gesehen, was Calisthenics alles ist und was das kann. Und jetzt ist die Frage, für wen ist das geeignet? Wer kann das alles machen? Jeder kann es machen. Jeder? Wenn man sich Calisthenics anguckt, man sieht halt immer die krassen Sachen, Full Planche und Front Lever, Human Flag und Muscle Up und sowas. Ja. Aber das sind ja nicht die Sachen, mit denen man anfängt. Nee. Ne? Also, das ist wie bei der Entwicklung eines Kindes. Ne? Wenn irgendwann mal sieht man, dass sich ein 6-jähriges Kind zum Beispiel, was halt irgendwo lang rennt, und das macht das halt ganz gut. Das hat aber irgendwann mal angefangen mit, also ich ungefähr einem Jahr, ne? Hat sich immer irgendwo hochgezogen und hat es immer wieder gemacht. Ja. Und im Endeffekt ist das bei Kali genauso. Man fängt halt mit leichten Sachen an, die auf das eigene Niveau halt abgestimmt sind. Man hat sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Progressionsstufen von jeder Übung einzubauen und auszuführen, um eben in seinem Niveau zu bleiben. Genau. Und darüber kann man sich dann halt steigern, ja, bis man dann halt irgendwann mal bereit ist, die Sachen zu machen. Genau, wie ist der erste Schritt zu sagen, ich fange jetzt an, wo stelle ich da bist? Also der erste Schritt hängt natürlich auch davon ab, auf welchem Level man ist. Ja. Wenn jetzt jemand schon seit 5 Jahren Kraftsport macht und Gewichte irgendwie bewegt, dann wird er wahrscheinlich eher mit schweren Sachen anfangen können, als jemand, der halt noch nie Sport gemacht hat oder schon seit langer Zeit keinen Sport gemacht hat. Was ich immer ganz sinnvoll finde, ist, weil Calisthenics eine relativ koordinativ anspruchsvolle Trainingsart ist, dass man erstmal die grundlegenden Bewegungen macht. Das sind in aller Regel Schulterblattbewegungen in alle möglichen Richtungen. Dann würde ich verschiedene Mobility-Flows vorschlagen und ja, dann halt mit leichten Übungen anfangen, die für das eigene Level angemessen sind. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt vom vierten Standpunkt ausgehen, ist das ja quasi nur ein Ergänzungstraining. Und jetzt in meinem Trainingsplan, den ich gerade nutze, da ist halt einmal die Woche eine Stunde Krafttraining drüber. Ist für mich auch, finde ich auch Quatsch, das einmal die Woche eine Stunde durchzuziehen. Ich verteile das irgendwie, mache einmal eine längere eineinhalb Stunde und dann eigentlich noch 2 bis 3 Tage nochmal 5 bis 10 Minuten durch. Wie oft muss ich denn aber wirklich so einen Muskel so kraftintensiv trainieren, damit das wirklich was bringt? Also einmal die Woche zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das. Ist das vielleicht besser als nichts, aber es kommt halt auch wieder auf das Trainingsniveau an. Ne? Okay. Also wenn man jetzt nie Krafttraining gemacht hat, dann kann man mit einmal eine Woche schon einen gewissen Reiz setzen. Okay, wenn man eine Weile schon trainiert und der Körper ein bisschen was gewöhnt ist, dann reicht wahrscheinlich einmal die Woche nicht mehr aus. Ja. Gut, jetzt haben wir eigentlich nur erstmal gequatscht, denke ich. Ich habe mir jetzt überlegt, Alex zeigt uns gleich mal, oder mir und euch jetzt auch, so 3 Übungen für Muskelgruppen, die man beim Triathlon braucht. Das ist zum einen natürlich der Rücken, der Trizeps und natürlich ganz wichtig der Rumpf, beziehungsweise der Core, wie wir alle sagen. Genau, da war jeweils 3 Übungen und gleich auch noch gucken, also man kann ja nicht einfach die Übung machen, klar, das funktioniert auch super, und hinterher merken wir irgendwas zu weh, deswegen werden wir auch den Fokus darauf legen, wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten, worauf muss man achten und was ist entscheidend bei der Übung. Okay, ich sage, ich ziehe mich kurz um und dann geht's los hier. Genau. So, wir sind also jetzt umgezogen und bevor es gleich losgeht mit ein paar Übungen, ist natürlich ganz wichtig, sich warm zu machen. Und Alex meinte gerade schon, Armkreisen ist ganz wichtig. Also so ein bisschen. Also generell die Schultern warm machen. Ich mache das halt gerne mit Armkreisen, vorwärts, gleichzeitig Mühlkreisen gegengesetzt oder vorwärts oder rückwärts. Immer viele Variationen mit einbringen. Dann, was wir vorhin schon mal versprochen haben, Schulterblattbewegung. Zum Beispiel jetzt in der leichten Position anfangen, im Liegestütz. Ne? Hier einfach hoch und runter bewegen. Ja. Das gleiche kann man dann im Liegestützhang machen, sozusagen. Also der sogenannte Body Row. Ja. Dafür eignen sich Ringe ganz gut. Ja. Arme bleiben gestreckt. Ja. Okay, also nur die Schulter gar nicht so hochziehen. Okay. Ja. Also wie gesagt, nur diese Schulter. Ja, okay. Mobility.
bewegt. Ja. Und dann kann es eigentlich losgehen. Womit wir mal anfangen? Rumpf. Beinart. Muss ich sagen, also wichtig ist für alle Sender, oder auf der Fokus von den Kiern, ist der Chor, der Rumpf, dass der stabil ist. Wollte ich sagen, machen wir da einfach mal drei Übungen. Du zeigst sie vielleicht kurz vor. Mhm. Und ich versuche sie danach zu machen. Und dann kannst du direkt sagen, was ich falsch mache. Ring Rollouts ist eine relativ schwere Technik. Ja. Das heißt, man fängt hier an. Oh, krass. Und geht es hier nach vorne. Okay. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, kann man es natürlich auf verschiedene Progressionsstufen anpassen. Und wenn wir uns jetzt hier hinstellen, das machen wir. Ah ja. Das ist einfach. Soll es denn? Okay. Also, wichtig ist, Schulter gerade lassen. Ich klemme meinen Kopf immer so zwischen die Oberarme. Okay. Hier unbeweglich lassen und wirklich nur im Rollenbauch, im Rumpf öffnen. Okay. Ja, aber, genau. Und wie viel Wiederholungen sind da jetzt günstig? Das kommt dann darauf an, wie hoch die Intensität ist. Ja. Kannst ja gleich mal ausprobieren, wenn du jetzt mit deinem Füßen mal einen großen Schritt nach vorne machst. Also, genau. Jetzt die Übung machen. Du wirst sehen, dass es viel leichter ist. Ah ja. Na, du merkst das? Das stimmt, ja. Okay, dann noch die erste Übung. Ja, die zweite Übung ist so der klassische Plank. Ja. Unter Aufschritt hier einfach halten. Ja. Hier kann man das nicht machen, seitlicher. Hier kann man jetzt natürlich das auch wunderbar variieren, indem man den Hebel oder so machen. Ne? Ja. Und was auch schön ist, Knee to Elbow Plank. Da hat man so eine gewisse Rotationskomponente auch drin. Ja. Finde ich ganz gut. Dadurch, dass man auch einen gewissen Zwang hat, durch den Boden das Bein anzuheben, muss man das auch eine gewisse, also weit genug sich rotieren, um ja, das Bein überhaupt zu bewegen. Ja. Deswegen sind eigentlich ganz schöne Übungen, ja, dazu drin. Finde ich persönlich auch besser, sich dazu bewegen, weil wenn man jetzt, also ich kann Plank so 3 Minuten halten, mhm, ungefähr, bevor es richtig eklig wird. Und ich habe das Gefühl, die letzten Minuten sind immer noch richtig abartig, das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Und bei so einer Rotationssache, da ist es irgendwie ein bisschen angenehmer, so ein Weg, dass man irgendwie in den Rhythmus, mhm, ist nicht so schwach. Macht mir dann nicht Spaß. Da kommen wir gleich zu einer schönen Thematik, und zwar eine saubere Ausführungstechnik. Okay. Wenn man sich so die Anatomie anguckt, dann kann man rausbekommen, wie ein Muskel arbeitet und wie man sich positionieren muss, damit das Training, sag ich mal, sinnvoll ist. Ja, ja. Beziehungsweise, wann es halt nicht so sinnvoll ist. Ja. Weil gerade beim Plank sieht man halt oft, dass die Leute dann hier in den Schultern einsacken, ja, ja, und hier im Becken, genau, und ja, von der Kippen. Ja. Und man sollte jetzt, wenn man den Plank schwerer machen will, erstens hier rausdrücken, ja, die Spannung halten, und dann hier das Becken nach hinten kippen. Okay. Durch die Kippung nach hinten nähert man Ansatz und Ursprung vom Bauchmuskel an. Ah, okay. Ja. Und dadurch hat man halt hier noch eine höhere Kontraktion und ja, ist halt, es ist ein bisschen schwer. Ja. Gut, und als vierte Übung? Als vierte Übung können wir zum Beispiel mal was Hängendes machen. Ja. Gehen wir mal in die Klimmzugstange und können hier einfach Leg Raises machen. Oh, das ist noch schwer. Ja, genau. Und das kann man jetzt natürlich so weit ziehen, dass man es halt bis nach ganz oben macht. Ja. Man muss nicht ohne Schwung. Ist hier, ist hier ja, man sollte halt jetzt nicht das machen. Ja, genau. Ja. Zack. Sondern halt versuchen wirklich erstmal in den Hang zu kommen, zum halben Dreieck ohne zu schwingen, mhm, und dann halt langsam hoch. Okay. Man kann das dann auch hier oben kurz halten und dann wieder runtergehen. Genau. Ah, das Bein ist alle. Sieht man schon die Mobility. Ja.
Dann Hüfte, dann Rumpfbewegen. Ja. Ich glaube, das reicht nicht aus. Dann kommen wir jetzt direkt zu dem Arm. Die sind ja beim Schwimmen relativ entscheidend und beim Fahrradfahren. Wenn man die ganze Zeit so nicht stützt. Genau, was ist da? Was also eine Übung, die jetzt direkt vom Trizeps ist, wären sogenannte Sphinx-Push-Ups. Ne? Wir kennen ja die Sphinx, die hier sitzen immer irgendwo da. Ne? Und wir drücken das hier mit dem Fleck raus. Krass, auf dem Boden, also ich kenne es an der Wand, aber auf dem Boden ist es wahrscheinlich nicht schwer, oder? Die Schwere ist aber gerne. Probier das aus. Okay. Ausgeht eigentlich. Ja, ausgeht. Mit Absätzen drücken, oder? Ja, mit Absätzen. Ja, das ist drei Stück. Das ist schon eklig. Ja. Ah, das ist gar nicht. Da kommt schon langsam was aus der Okay, also vier Stück, genau. Du könntest das jetzt noch so machen, dass du, wenn du hier unten bist, die Schulter weiter nach vorne bewegst, okay. Dann ist es noch schwerer. Noch schwerer? Ja, also es ist halt so, je weiter du das Gewicht nach vorne verlagerst, ja. Das ist schon klar. Oder hier ist es halt leicht. Ja. Hast, legst du dich nicht so weit und der Hebel ist halt richtig noch. Ja. Und wenn du hier nach vorne gehst, ja, okay. Für das Schwimmen müssen wir jetzt natürlich auch den Winkel beachten. Wir haben jetzt hier rausgedrückt. Ja. Beim Schwimmen drückt sich aber nicht hier raus, sondern hier raus. Genau. Ja. Deswegen würden wir jetzt halt vielleicht noch was machen, wo wir uns hier rausdrücken. Genau, ja. Und da haben wir eine spezielle Dip-Variante, die auch wirklich sehr schwer ist. Fast aber ebenso schwerer als die Sphinx-Push-Ups. Deswegen denke ich, dass man eine etwas leichtere Variante hat. Ja. Und zwar machen wir jetzt die gleiche Bewegung, aber halt in dieser Position. Ja. Das heißt, wir gehen hier nach unten und drücken uns hier wieder raus. Okay. Wir haben jetzt hier noch die Beine aus dem Rücken, damit wir nicht das ganze Körpergewicht über den Trizeps drücken, weil das wirklich schwer ist. Das geht auch, aber es ist schwer. Also, du wirst gleich merken. Ja. Genau. Du müsstest jetzt eigentlich versuchen, noch mehr dich in der Schulter nach hinten zu bewegen und den Oberarm aufrecht zu lassen. Das ist dann glaube ich schon. Oh. Du kannst es jetzt einfach machen, indem du die Beine weiter handelst. Also, komm weiter, weiter. Jetzt kannst du halt viel mehr unterstützen. Ja, stimmt. So, nee, deine Oberarme sollen aufrecht bleiben. Okay. Oh Gott, die wirklich schwer, ja. Also, theoretisch kannst du dir vorstellen, als würdest du die Ringe hier nach oben bringen, nach vorne bringen. Okay. Du kannst ja mal überlegen, deine Ellbogen, wenn du gestreckt bist, ja. Die neben dir, neben deinem Körper, und die Säule die ganze Zeit bleiben. Ich zeig's nochmal. Ja, genau. Ja. Also, wenn du jetzt hier zum Beispiel bist, ne, kannst du wirklich die hier auf der Seite lassen, ja. Nicht hier irgendwie rausdrücken. Ja. Das ist auch schon schwer. Ja. Ja. Man könnte das jetzt zum Beispiel auch mit einem Gummiband noch unterstützen. Ah, okay. Ja. Es gibt hier die sogenannten Closed Loop Gummibänder. Die kann man hier reinlegen. So, jetzt können wir das hier reinstützen. Oh, ja, unterstützen lassen. Ja. Und jetzt zieht uns das Band so drin nach oben. Ja. Ja, jetzt wird das relativ easy. So, jetzt wie gesagt, Hände nach vorne bewegen. Oberkörper aufrecht lassen.
Das ist so für mich ein Liegestütz. Ja. Ist es okay? Ja, ist ganz okay. Was ich immer wichtig finde, ist, dass man die Range of Motion braucht, also die Bewegung an die Schulter ausdrückt. Also, ich habe gehört, dass man über 90 Grad geht. Okay. Ja, ja. Klar, man kann über 90 Grad gehen. Ne? Also, wir haben versucht, dass man schon mal kurz ein bisschen auf den Boden geht, okay. Berührt und dann wieder hochgehen. Gut, okay. Ja, ja. Ich habe gehört, nach 90 Grad ist ungesund für die Rundbürger. Keine Ahnung. Das ist nur dann ungesund, wenn man das nicht vorbereitet hat. Ne? Okay. Und das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe. Man muss sich halt langsam steigern. Noch als letzte Übung für die Oberschenkel. Das sind so Springen. Also man kann ja eigentlich überall hochspringen, draußen gibt es überall Stufen etc. Man sollte am besten vom Gefühl her machen. Wenn man hier unten ist, ja. Erstmal gucken.
die im Freihandel geht, dann die Füße leicht nach außen zeigen lassen und die Knie drücken dann so ungefähr Richtung zweite, dritte Zehe ungefähr. Okay, okay. Ja. Also hier nicht der Assi-Zehe, sondern der Schere oder so. Okay. Das ist so ein Gefühl abhängig. Ja. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt mal um, da wir noch zu nachmachen zu Hause. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die Jungs garantiert anschreiben. Wir haben auch Trainingspläne verfügbar. Ich verlinke euch alles in der Kommentarbox. In der Beschreibung. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung. Unbedingt abonnieren. Vielen Dank, Alex, dass ich hier sein durfte. Und für die Übung. Und ich denke, jeder kann was mitnehmen. Und jetzt kann nichts mehr passieren. Kann nur was passieren. Vielleicht sich vorbereiten. Ja, okay. Vielen Dank. Und tschüss. Ciao.